Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Nice. Viel Spaß mit dem Trailer. Leute. Genau Leute, so läuft es hier in Bioshock Infinity. Eigentlich wollte ich gerade Moderation anfangen, aber wenn es schon perfekt läuft mit dem Trailer, dann gut. Und ich sage ein bisschen heller. Genau. Ich habe noch nicht mal das Spiel angefangen, ich habe gerade mal das CD rausgeholt. Naja, ich hatte es lange hier bei mir liegen. Und ja, ich würde sagen, spielen wir mal das Hauptspiel. Genau. Neues Spiel natürlich. Spielmoment. Starte ich hier, falls du zum ersten Mal einen Ego-Shooter spielst und trotzdem den Überblick über die Action haben willst. Wer die Grundlagen des Spiels von Ego-Shootern beherrscht, ist hier genau richtig. Moment. Wer bereits über viel Erfahrung mit Ego-Shootern verfügt und Herausforderungen liebt, beginnt am besten hier. Nee, wir nehmen lieber normal, weil wir haben schon Bioshock 1 und 2 gespielt. Und die da unten haben ja Spaß, die spielen ja mit Wasser. Ich würde sagen, beginnen wir mit dem Spiel. Ja. Ich bin wirklich gespannt, ich kenne das Spiel nur von den Trailern. Wie ein Trailer von gerade eben gesehen. Wow. Absturz oder was? Leute. Ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Okay. Cutscene, also würde ich sagen, bis gleich. Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum, bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Was für ein Experiment? Wie lange noch? Ja. Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach, sonst kommen wir nie an. Eine Pistole. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen Elisabeth. Würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Weil Leute. Er nicht rudern wird. Er wird nicht BTF. Rudern? Nein. Wieder mein Leuchtturm. Ah, ich verstehe, genau wie in Bioshock 1. Ja, richtige zickige Frau, sag ich nur, ne? Hier wären wir. Ja, danke schön. Oh, schnell weg von den Zicken hier. Geh mir mal hoch. Leute. Tschüss. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Ja. Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Wartet mal. Ist hier drin jemand? Heißt es, wir sind hier alleine? Die kommen nicht mit zu uns? Verdammt. Ist hier was?
Oh, hier ist ein Boot, also kann ich doch hier flüchten. Geld. Wow, $7. Oder Silberigel, was auch immer. Sehr atmosphärisch. Da würde ich sagen, lauf mir mal hoch. Ach, Leute. Die Erinnerungen kommen wieder hoch. Kann ich irgendwie... mit L3 kann ich wohl sprinten. Warte mal. Munition. Dose. Und, Moment, ducken. Also ich mit Kreis kann ich ducken. Okay. Gut zu wissen. Klopfe an die Tür. Hallo. Warte. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Warte, da steht gerade was. Ich glaube, Sie erwarten mich. Warte, da stand gerade was. David, bring us the girl and wipe away the deed. This is your last chance. Übersetzen. David, bring uns das Mädchen und tilgen Sie Ihre Schuld und... Ja, das ist Ihre letzte Chance. Nice. Hallöchen. Schützen ansehen. So sehen wir also aus. Sexy. Viel Glück damit, Kumpel. Ja, wir sollen uns hier taufen lassen oder keine Ahnung. Schätze ich mal. From Zoom. Shall I lead? Okay. Ist jemand da? Also, ich kann nicht so gut Englisch, aber ich kenne diesen Satz. Also mit diesen Schuldentilgen kenne ich vom Trailer, also. Ja. Schöne Musik. Hallo? Toll, ist tot. Verdammt. Schöne Musik. Kann ich irgendwie das ausschalten? Bitte, sei mal leise. Ich kann doch springen mit X. Moment. Wow, Waschbecken benutzen. Ich gehe mal weiter. Blutige Hand. WTF, was erwartet uns dort? Eingeschlagene Fenster. Ein Tote. Ja. Geld. Erstmal Geld nehmen. Warte. Da liegt noch was. Don't. Keine Ahnung. Verarsch uns nicht oder so. Unterschätzt uns nicht, glaube ich. Ja, ich glaube, das heißt, unterschätzt uns nicht. Lauf lieber nach oben. Wollen nichts damit zu tun haben. Jetzt sind wir wohl hier oben. Am Leuchtturm. WTF. Cool. Da liegt ja was. Was nehmen? Auch noch Geld. Dankeschön. 15 Dollar schon. Also, ich sag mal Dollar. Genau, dreh dich mal. Was ist das denn? Moment mal, diese Karte. Welche Karte? Einmal das. Okay. Was passiert jetzt? WTF. Was in aller Welt? Was zur Hölle? Warte, was? Leute. Alter, ich hau ab. Verdammt, ich kann nicht mal zurück. Leute. Okay. Okay, wir haben es verstanden. Springen runter. Fahrbahngeschäft. Karussell ist geöffnet. Oder was auch immer. Klang aber so. Ein Stuhl. Kann ich auch wieder raus? Ein Stuhl. Okay. Ja. Soll ich wohl in den schicken Sessel da setzen? Wollen wir das? Komm, machen wir. Wenn wir es können, dann müssen wir es auch. So, und jetzt? Verdammt. Was? Pilger. Was ist denn jetzt los? Was ist das? Ist es wie bei Bioshock 1, dass wir runtergetaucht werden?
warte, die Pistole. Nein. Verdammt. Nein. Aufstieg. Warte. Werden wir jetzt im Weltraum. Warte, werden wir jetzt zum Weltraum. Was? 10.000 Fuß. WTF. Wow. Warte, wo sind wir? Warte, was? Ja, denke ich mir gerade auch. Ah. Also, das ist wohl die Stadt in der Verpackung. Ja. Ich bin Pilger. Lol. Ach, sieht das nicht schön aus. Oh. Schöne Stadt. Favas Comstock. Comstock. Ich glaube, ich kenne den doch. War das nicht von Bioshock 1 oder 2? Ah. Okay. Oh, Trophäe bekommen. Über den Wolken. Why would we send... Warte, was? Ich kann nicht so gut Englisch, tut mir leid. Ah. So, wir New Eden. Oh, nee. Nicht Kirchengesang. Oh, verdammt, ich will hier raus. Nein, Spaß. Okay. Ja. Ist jetzt komplett... Oh. Bin ich jetzt in der Kirche oder was? Verdammt, ich bin jetzt in der Kirche. Schnell raus hier. Oh, jetzt habe ich sogar eine Lebensanzeige. Warum... Warum in der Kirche? Okay. Finde einen Weg in die Stadt. Geld. Ja, wir plündern die Kirche aus. Okay, gleich. Ach, dahin muss ich. Naja, komm. Ich kann ein bisschen umsehen. Falls hier ein bisschen Geld rumliegt, könnte ich mir einfach nehmen. Wohin muss ich? Dahin. Okay. Kann ich hier hin? Ah, hier muss ich nicht hin. Geld, 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 Geld. Nö. No money. Oh, aber da. Nice. Der Spross des Propheten. Okay. Ah. Sieht ja nice aus. Sogar mit Blumen. Kommt mir zu stampfen, die Blumen. Ah, sind wir nicht nett hier. Oh. Voxaphon nehmen. Was ist das denn? Oh. Das neue Anhören. Okay. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Mhm. Ja, das ist ein guter Argument. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ah, oh, Mann. Lady Comstock, du nervst. Wo bin ich? Ja, hier? Hi. Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Jüngsten Tag? Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ja. Noch mehr Geld. Wie meinst du, auffliegen? Dass du nicht einer von denen bist? Ja, aber du bist doch als Pilger hier. Wurde doch gesagt. Warte mal. Geld. Okay, ich sehe noch Geld. Nein, ich sehe kein Geld. Oh, ich bin heute geldgeil hier. Ich glaube, das wird geldgeiles Let's Play. Nein. Nein. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt das Geld und ja. Nur so ein Gefühl. Okay. Gladium. Okay.
Klavem. Steht da. Was steht da noch? Volumen. Und jedes Jahr an diesem Tage. Oh Mann. Erneuern wir unser Bekenntnis. Kann ich hier raus? Propheten, nein. Vater Comstock. Lol. Es durch Opfer und Danksagung. Okay. Und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und okay, ich tauch mal ein. Hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber was? Die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für uns. Ja, wir gehen einmal in den Kreis. Aus dem Sodom unter uns. Ja. Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten. Ja, hi. Unseren Gründern, unserem Herrn. Warum guckt ihr mich alle an? Ihr seid gruselig. Ihr blinzelt nicht mal alle. Leute, okay, die eine blinzelt, die ist normal. Du bist normal. Okay, die blinzeln alle, aber die gucken mich alle an. Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Genau. Halleluja! Ja, ich stehe ja neben dir. Ach komm. Ich taufe dich im Namen des Propheten, okay. Im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Was machst du da? Ich will nicht ertrinkst du mich gerade? Du bist ja blind. Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Was machst du da? Alter. Leute, da klopft jemand. Ist es gerade bei mir? Nee, warte, das ist im Spiel. Lol. Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und töten Sie die. Ja, ja, das war ein Trailer. Wir hatten eine Abmachung. Nein. Sofort. Nö. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Ah, ist das ein Apartment? Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Ja, bitte. Nö. Ich zünde mir kurz eine Zigarette an und dann. Nimm doch die Knarre und erschieß ihn doch. Nein, nein, nein. Ich bleib hier draußen. Oh, okay, Mensch, Leute. Jetzt nervt nicht. Warte. Was? Was? Lol. Okay. Moment. Dieser Idiot von Priester Schriftrolle. Sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ja, genau. Hey, von dort sind wir wohl runtergekommen. Rauswissen, wo ich bin. Hallo Leute. Vater Franklin erhielt einen goldenen Franklin. Ah. Nicht Franklin. Der füllt die Lungen mit Wasser, auf ja. Dass sie die Luft umso mehr lieben. Ah, alles klar. Ein Apfel. Ja. Ich bin fast tot, aber... Ja. Gut, oh. Ein Kolibri. Lol. Der du den Delaware überquertest. Ja. Mit flammendem Schwert auf los. Bet mich an. Und gib mir Kraft. Nein, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Geld. Geld. Mann, ist das eine blöde Kirche. Oh, ein Pärchen. Oder doch nicht. Und dass du schaust, ihr göttliches. Nein. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Yep. Also oder Psychopathen. Das Mädchen finden. Ja, was wir schon rausgefunden haben. Bioshock 1. Unter Wasser. Ich dachte, es ist mal ganz normales Let's Play. Und dann Psychopathen. Also ganz normales Spiel. Ja. So ein Shooter gegen, keine Ahnung, Meeresbewohner. Aber dann Psychopathen. Oh. Warte mal. Was? Lol.
Ist das Comstock? WTF. Alter, das Spiel beginnt so geil. Oh. Ich habe noch nie Austern gegessen. Ah, alles klar. Morgen, freut mich sehr. Okay, warte mal. Kann ich dich vielleicht? Ich bezahle nicht. Nein, ich bezahle nichts. Ein perfekter Tag für die Feier. Welche Feier? Eine Abschrift der letzten Rede des Propheten an euch, das Volk von Columbia, über die heilige Vergebung unserer lieben Lady Comstock. Ja, du hast aber eine ziemlich komische Stimme für einen Jungen. Ah, sieht ja schön aus. Hallo. Komm, kann ich mal euch plündern? Essen plündern? Nein? Ich sag dir, Soltenstall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Alter. Schon dagegen sein. Leute. Das sieht mal episch aus. WTF. Alter. Geh ich mal hier rein. Hoffentlich kann ich Sachen klauen. Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind Warum nicht? Ja? Ich sage Ihnen, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regen. Okay. Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles oh, toll, kein Geld. Oh. Aha, ihn interessiert das eigentlich gar nicht. Mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Du bist nicht. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch Prophet. Wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Okay. Ja, danke schön. Ich bin immer fit. Oh, das haben wir doch im Tutorial gesehen. Wo ist dieser Schild jetzt? Dieser Schild müsste hier irgendwo oben sein. Ah, da ist es auch. Okay. Wollte ich sagen. Oh. Hallöchen. Fröhliche Stadt irgendwie. Okay. Parade. Okay. Hey, du stehst im Weg. WTF. Oha. Das sieht aber ziemlich genial aus. Aber. Hey, das muss zensiert werden. Okay. Leider habe ich meine Knarre nicht. Oder irgendwas, damit ich die zensieren kann. Oh, warte mal, das kann ich ja durchsuchen. Oh, verdammt. Ja, geh zurück. Genau, wenn ich da bin, geh zurück. Hallöchen, Polizist. Oh, siehst du eingebildet aus. An so einem Tag zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Man kann nicht überall sein. Man verpasst immer etwas. Ja, das stimmt. Zuckerwatte. Essen wir vom Boden. Lecker. Warte, was? Was zur Hölle? Okay. Columbia Jahrmarkt und Verlosung. Okay. WTF. Durchsuchen. Was gibt's hier? Stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Wer denn? Ihr habt nichts gesehen, ich habe nichts geklaut. Nein, nein. Kann ich mir noch was nehmen? Schön. Hallo. Am Nachmittag. Hi. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter Columbia. Und nun ja. Torte. Oh ja, ein Teller mit Essen. Kann ich das ausschalten? Dankeschön. Ja. Keine Taschenlampe oder so? Oh, warte mal. Geld. Ich kann das noch verwenden.
Nee, Radio bestimmt nicht. Durch Fenster, verdammt. Oh, wartet mal. Was ist das denn? Okay. Ja. Der falsche Hirte. Okay. Lol. Ende. Lol. Okay. Na du, kleiner Mann. Du hast ja nichts drinnen gelassen. Warum hast du kein Geld drin gelassen oder so? Ich meine, wer schmeißt schon Geld weg? Ich meine, wer ist so dumm? Wow. Oh, hallo. Lol. Lol. Warte, 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 Leute. Wartet, Leute. Schön. Okay. Also wir verlassen ihn jetzt, ne? Also, ciao Leute, bis später. Oh, Feuerwerkskörper. Warte mal. Gehe ich jetzt... Moment, gehe ich jetzt richtig? Ich hoffe, ich gehe nicht jetzt richtig... Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Findenradikaler, John. Findenradikaler? Ich heirate einen Vox Populi, klar? Okay. Sorry für den Versprecher. Okay. Da muss ich hin. Telegramm für Sie, Sir. Okay. Der Witz, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Stop. Sie tun nicht Nummer 77 ziehen, stop. Warum? Was zum? 77. 7 ist meine Glückszahl. Warum sollte ich nicht 77 zählen? Aber stop. Immer. Das finde ich immer so lustig mit stop. Okay, gucken wir hier mal an. Zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an ihrem Revers, falls sie sich's anders Revers überlegen. Ich bin hier. Okay. Komm, machen wir mal. So sieht's doch männlich aus, ne? Kasse. Wow, warte. $453. Kannst du mir noch geben, oder? Okay, was gibt's hier? Closed. Verdammt. Oh, warte mal. Käse essen. Dann hören wir uns noch so einen blöden... Ein Mensch, keine Ahnung, Mann. Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm wiedergeboren. Ja. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir da vorne eine Cut machen und dann, ja. So. Momentchen. Ach, wo sind die hier? Die Singbrüder. Oh, leider nicht mehr da. Aber dafür ein Kolibri ist da. Back in 5 Minuten. Ne, so lange will ich nicht warten. So. Leute, ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, ciao.